Sie spricht im Radio, die Stimme gefällt mir halt, deswegen habe ich das morgens mal angeduscht, habe ich auch, wie Sie sehen. Und jetzt wollte ich aber noch mal zu dem neuesten Wumms was sagen. Die Begrifflichkeit überschlägt sich ja gerade. Ein Ruck muss durch die Gesellschaft gehen, hat mal einer gesagt. Und wir müssen uns jetzt da alle mit dem Gürtel enger schnallen, alle mal ehrlich machen, hieß es ja mal bei der Schlichtung, glaube ich. Müssen uns alle mal, ich glaube, das war der Grube, der hat ja hier ganz in der Nähe bei mir gewohnt. Und von dem hört man auch nichts mehr. Wir müssen uns alle mal ein bisschen ehrlicher machen. Das ist ein gutes Motto. Und jetzt war zu hören von einer Vereinbarung mit Spanien. Ne? Eine Reise nach Spanien hat man so einen Vorsitzender eines Gesangvereins verlautet als Gewinn von der Tombola. Eine Reise nach Spanien. Ne? Und ich kenne Leute, die sind nach Spanien gereist, weil man konnte gut überwintern. Mieten gleich null. Es standen ja Immobilien leer in Spanien. Warum standen Immobilien leer? Weil man vor Jahren billiges Geld mit wenig Zinssatz von Banken genommen hat und das nicht zurückzahlen kann. Das ist ja das Problem, die Abhängigkeit von Krediten. Wenn man da mal in der Kreditfalle drin ist, als Privathaushalt oder als Gewerbebetrieb, da gibt es natürlich gesetzliche Möglichkeiten. Da hat sich auch selbst ein Minister neulich mal verhaspelt oder ungünstig ausgedrückt, weil er sich schlicht nicht auskannte. Man kann nicht alles wissen, aber das mit Spanien war ja interessant, dass hier der deutsche Bundeskanzler, der mit dem Wumms, hat natürlich mit Spanien jetzt beschlossen, man baut eine Pipeline oder es gäbe schon eine Pipeline, da muss ich mal nachlesen. Also jetzt kein Russengas, sondern Gas ist wichtig. Man hat ja auch gemeint, Gas sei eine Brückentechnologie. Übrigens, ich auch, das gebe ich zu. Na, das war das, wir müssen uns alle mal ehrlich machen. Ich war auch oder hatte zu denjenigen gehört vor kurzem oder vom Übermal bis Jahr oder Anfang des Jahres, dass man gesagt hat, ein bisschen Gas kann nicht schaden, weil ein Gaskraftwerk kann man schnell hoch und runter fahren als Übergangstechnologie und für den Zusatzbedarf in bestimmten Zeiten. Dazu ist ja Kernenergie in keinster Weise geeignet. Das wird immer behauptet, hat mit Strom gar nichts zu tun. Und die das behaupten, sind natürlich die Lobbyisten, habe ich aber woanders schon erwähnt. Das blickt keiner. Also Kernenergie, da bin ich raus. Und beim Gas jetzt auch erneuerbare Energien. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Und das mit Spanien ist jetzt der Wumms, auf den ich gewartet hatte. Der dritte Wumms. Der erste war der mit 100 Milliarden für Waffen. Dann 200 Milliarden für die Energierechnung. Und jetzt mit Spanien da das Ding, ne, was das kostet. Ne? Im Schwabenland ist immer die Frage, was kostet es. Der Schwabe fragt ja nicht, ist es sinnvoll oder weniger sinnvoll, sondern was kostet es. Und das ist ja das Kriterium Geld. Es gibt ja die verschiedenen Triebe im Leben. Jetzt habe ich ein Thema, was ich noch nicht hier angesprochen habe. Nach welchem Trieb leben Sie eigentlich? Ne? Also es gibt ja Geld, also die Gewinnmaximierung, das nennt sich Kapitalismus. Sind Sie Kapitalist? Reflektieren Sie mal. Oder müssen Sie Geld verdienen, um einigermaßen leben zu können, um über die Runden zu kommen, um ihre Angehörigen versorgen zu können, dann sind sie schlechter drin. Ne? Das ist der Antrieb. Der Antrieb, überhaupt irgendwas zu machen, ist Geld, kann Geld sein, Macht ist das Wichtigste, Macht, Besitz und Sex. Ne? Das kann auch teuer sein, der reine Sex war mir immer zu teuer. Ne? Wenn Sie das genau wissen wollen, ich habe dafür nicht gezahlt, weil es mir zu teuer war. Das war der Grund. Aber der Wumms und der Eugen Roth liegt da hinten. Mir geht ja ein Licht auf, wie Sie sehen. Also das ist ja wie so ein Heiligenschein hier oben. Aber man sieht dummerweise, jetzt wäre es besser, weil sonst sieht man ja, wo das vom Strom elektrisch. Also wir haben noch Strom. Allerdings habe ich die Story schon mal erzählt, wo es hier stockdunkel war, wo ich alle drei Panzersicherungen versehentlich ausgeschalten hatte. Da darf man nicht hinfassen, sonst könnte man tot sein. Aber ich lebe noch und auch trotz der Erkrankung, bin aber auf dem Weg der Besserung. Ich werde also jetzt demnächst, ich habe jetzt da noch 2, 3 Arztbesuche, das ist klar. Und dann werde ich dem Arbeitgeber mitteilen, dass ich wieder bereit bin, tatsächlich im Homeoffice. Aus dem Haus raus ist noch nicht so gut möglich. Also auch Arztbesuche brauche ich eine Begleitperson, ganz klar, weil das stressig ist. Also deswegen, im Homeoffice kann man natürlich auch arbeiten, aber man braucht ein geeignetes Gerät dazu, einen Dienstrechner. Da warte ich jetzt drauf und sobald der Dienstrechner
eben vorliegt, kann ich ein bisschen üben und dann werde ich bald angreifen, planmäßig, weil andere machen das auch. Ne? Und ich will jetzt nicht schon wieder auf dem Beamtenrecht rumreiten, das wird ja falsch verstanden. Ich stehe zum öffentlichen Dienst als Arbeitgeber. Es gibt Branchen, die sollten in öffentliche Hände bleiben, in der richtigen Rechtsform. Da kenne ich mich immer noch aus. Ne? Und insofern stehe ich zum öffentlichen Dienst, ich stehe zu meinem Betrieb. Ich finde es gut, dass er in öffentlicher Kontrolle durch Kreistag oder den zuständigen Ausschuss, also quasi Landrat und so, sich befindet. Aber man könnte dennoch das Beamtenrecht reformieren. Es gibt Branchen, da brauchen wir keine Beamten und Beamtinnen, sondern das könnte man genauso gut mit Tarifbeschäftigten durchführen. Der Beamte hat ja ein anderes soziales Netz. Ne? Der fällt nicht so schnell in Armut. Und es wird aber auch viel polemisiert, dass der Beamte die Rente vom Staat bekommt und nicht einzahlen muss in eine Rentenkasse. Es wird aber falsch rum argumentiert. Richtig rum argumentiert ist, man müsste das Gesetz neu machen. Aber die, die das Gesetz machen müssen, die sitzen ja selber in den Parlamenten. Also insofern wird das nichts. Das habe ich auch mal erklärt, wie das mit der Landkreisverwaltung und so. Aber das ist so. Ne? Also da passiert nichts. Da kann man lange warten. Ich sowieso. Bei mir geht es nach dem Tarifrecht, Tarifvertrag, Gesetze, Verträge und Zusatzregelungen, Integration, Reintegration. Also es ist schon in der Theorie alles da, aber wenn man sich nicht aufbläht oder aufbläst, so wie ich manchmal, dann passiert nämlich nichts. Das ist nämlich das Problem vom Beamtenstaat, diese preußische Obrigkeitstradition, so habe ich es getauft, das nehme ich übrigens nicht zurück. Wenn da jemand sich beleidigt fühlt, das sehe ich tatsächlich so. Und der Dienstleistungsbetrieb an sich, was der Landrat ständig sagt und Digitalisierung dazu, das ist alles Theorie. Die Praxis ist ein bisschen anders. Sieht man ja in meinem Fall, was willst du? Ne? Also man wünscht sich ja noch ein bisschen eine bessere Kommunikation. Und was ist jetzt mit deinem Dienstrechner? Soll man dir einen bringen? Oder was fehlt an dem, weiß ich ganz genau, könnte ich euch sagen. Aber man fragt nicht, man fragt mich nicht, weil der spinnt sowieso. Ne? Ja, schade. Mir geht es aber nicht ums Recht haben oder Recht bekommen, das ist ein anderes Thema, sondern mir geht es um die Sache, die eigentlich wieder weitergehen sollte noch. Ich habe noch eine gewisse Zeit bis zur Rente. Selbst das will man nicht diskutieren. Nee, wer sagt das oder woher weißt du das? Ich weiß gar nichts, zum Glück. Aber ich weiß aber, wer die Bilder gemalt hat. Die fallen mir jeden Tag neu ins Gesicht. Das war ein feiner Kerl. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der Maler. Hier ist noch eins. Der wohnt ja in Stuttgart, glaube ich. Wenn er noch lebt. Und da gibt es auch eine Story. Fahr mich da mal nach Stuttgart. Ne? Da habe ich eine Wohnung und dann habe ich ihn hingefahren. Und dann kam mir eine entgegen, oben ohne. Also das ist jetzt wieder interessant, da werden Sie wach, Herr Reppenhagen, wenn es um diese Sachen geht, wenn es um Erotik geht, hat mal einer gesagt, da werden Sie ja wach. Das stimmt. Und ich konnte aber mit dieser Frau über die Miete sprechen, die sie zahlen sollte. Darum ging es, komm doch mal mit, weil du kannst da besser formulieren. Also da werden Sie wach und wo ich auch wach werde, wenn meine Rechte eben nicht beachtet werden. Da werde ich dann auch wach. Das sind die zwei Fälle. Und jeden Morgen werde ich wach und lese. Eugen Roth ist auch nicht schlecht. Ich muss mal gucken, wer Eugen Roth eigentlich war. Das gefällt mir. Die Texte sind gut. Es war wahrscheinlich ein schwäbischer Schriftsteller, nehme ich an. Es geht auf 10 Minuten zu. Ich wünsche Ihnen ja immer das Doppelte von dem, was Sie mir wünschen. Das ist ja klar. Tatsächlich, also wirklich, ohne Spaß. Ne? Also es gibt ja von guten Mächten, ist ja gesungen worden neulich, am Nationaltag von dem Chor. Und da ist ja auch der Text drin, was auch immer kommen mag oder so ähnlich. Ich kann es nicht wörtlich zitieren, man nimmt alles. Ne? Also der Aufgeklärte, nicht der demütige Mensch oder der gedemütige, sondern der aufgeklärte Mensch, nimmt alles an im Leben und das Leben geht dennoch
irgendwie anders weiter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Schönen Tag. Tschüss.